Hallo und herzlich willkommen hier vom Ringfoto Summercamp aus der wundervollen Rhön, ganz genau aus dem wundervollen Schloss Hohenroda. Hier darf ich in diesen 2-3 Tagen, die das Ganze hier stattfindet, darf ich unter anderem ein bisschen was vortragen, ein bisschen was zeigen. Und das Ganze wird auch noch gesponsert von unter anderem der Transcontinenta. Die haben einiges an Licht dabei, unter anderem diesen G200 hier, der nicht, wie der Name eventuell so ein bisschen andeuten könnte, nur 200 Watt hat. Nee, das ganze Teil hat auch noch 300 Watt und bei über 9000 Lux natürlich auch noch Bicolor einzusetzen. Das heißt, nicht nur mega hell, auch noch unfassbar variabel einsetzbar. Das Besondere ist aber bei so einem Dauerlicht, man braucht eigentlich hin und wieder hier vorne so ein bisschen was davor, um das Licht zu richten. Ein Lichtformer zum Beispiel. Und da hat das Teil ja auch noch ein Bowens-Bajonett, für die es unfassbar viele Lichtformer gibt. Und genau das werden wir jetzt hier tun. Ich habe jetzt hier von Shiyun ebenfalls eine 90er Parabolic Softbox mit einem Tuch vorne dran, heißt schön soft und das werden wir gleich benutzen. Dafür haben wir uns den Benji hier ein bisschen rausgeangelt, der auch ein bisschen was vorgetragen hat, aber jetzt gerade nichts zu tun hat, weil alle anderen ein bisschen was herstellen müssen. Und genau deswegen holen wir uns den jetzt hier rein, machen ein paar Bilder und zeigen euch die Ergebnisse. Das Interessante bei sowas ist natürlich, wie schnell und wie einfach ist so ein Dauerlicht aufgebaut. Ist aber überhaupt gar nicht kompliziert. Man hat hier die Steuereinheit, die man zum Steuern benutzt, das sagt der Name. Man hat hier das Kabel und hier gibt es diese einzige kleine Hürde. Hier sind so kleine Näschen dran und die muss man einfach an der richtigen Stelle hier unten einführen. Ja, das geht auch relativ blind, indem man so ein bisschen dreht, ein bisschen mit Gefühl macht und schon rutscht das rein. Und dann kann man hier den Schalter betätigen und dann wird es auch schon hell, Freunde. Und dann hier über die Steuereinheit kann man wunderbar stufenlos die Helligkeit einstellen und natürlich die Temperatur des Ganzen. Von Tageslicht bis warm ist alles möglich. Und dann schließt man hier vorne einfach eine Softbox an oder ein hartes Licht, was auch immer man möchte. Selbst so ein großer Parabol würde ja wunderbar funktionieren. Da Bowens Bajonett, alles gar kein Problem. Und genau das machen wir jetzt. Wir schließen alles an und dann legen wir los. Ein nettes kleines Detail ist noch dieses Hängerchen hier, mit dem man die Steuereinheit ganz easy ans Stativ ranhängen kann und hat somit die volle Möglichkeit, ja, einfach so hier ohne großartig zu bücken, direkt alles einzustellen. Ja, kleine Details, die aber viel ausmachen.